Unter dem Motto Tesla, nein danke, haben am Sonntag hunderte Menschen gegen die Erweiterung einer Fabrik des Elektroautobauers in Grünheide bei Berlin demonstriert. Sie werfen dem Unternehmen von Firmenchef Elon Musk vor, den Wald- und Wasserschutz in der Region auf Kosten von Mensch und Natur aufs Spiel zu setzen. Auch der Rohstoffabbau für die Fahrzeuge im globalen Süden steht in der Kritik. Die Erweiterungspläne stießen auch bei einer Bürgerbefragung mehrheitlich auf Ablehnung, die allerdings nicht bindend ist. Ich komme hier aus der Gegend und es ist mir einfach wichtig, dass das Grundwasser hier geschützt wird und dass vor allem auch die Bevölkerung hier lokal mit einbezogen wird und der Bürgerentscheid. Also diese Abstimmung hat ja gezeigt, dass der Großteil der Leute gegen die Erweiterung ist. Ich bin heute hier, weil Autos keine Lösung sind, egal mit welchem Antrieb. Und ich unterstützen will, dass hier verhindert wird, dass Tesla weiter sich ausbaut und einen intakten Wald opfert für eine Fabrik, die weiterhin auf Ausbeutung basiert. Tesla verfügt in Grünheide bereits über eine Fläche von 300 Hektar, auf der das Unternehmen die E-Auto-Fabrik betreibt. Rund 100 Hektar Wald sollen zusätzlich gerodet werden. Dort will das Unternehmen einen eigenen Güterbahnhof, Logistikflächen und Sozialräume einrichten. Aktivisten halten Teile des Waldstücks derzeit besetzt. Nach einem Anschlag auf einen Strommast, der auch die Produktion der Tesla-Fabrik einschränkte, blieb es bei der Demonstration am Nachmittag friedlich. Zu dem Anschlag hatte sich am Dienstag die linksextremistische Vulkan-Gruppe bekannt. Sie knüpft an die regelmäßigen Proteste gegen die geplante Erweiterung und deren Folgen für Wald- und Wasserversorgung an.